Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Ja, in der letzten Folge haben wir ein wenig gelitten und zum Ende hin ziemlich rot gesehen. Dieser Effekt scheint zumindest halbwegs verschwunden. Wir gucken mal, wie es uns denn körperlich geht. Wir bluten ziemlich stark, aber wir haben eigentlich nichts mehr, was uns helfen könnte. Ja, jetzt müssen wir schauen, was wir jetzt draus machen. Am besten das Beste wahrscheinlich. Und aus diesem Grund gehen wir mal zurück und gucken, ob unsere Arbeit in der Zisterne was erreicht hätte. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Okay. Vielleicht können wir ja jetzt diesen Hebel da betätigen. Cool wäre es ja schon. Plätsche, plätsche. Das war scheinbar der für die Brücke. Was denn jetzt? Steuerraum. Gehen wir in den Steuerraum. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Okay. Wir sind jetzt also in einem Steuerraum. Noch mehr Maschinen, oh Gott. Huh. Oh, eine Erinnerung. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Okay. Okay, dann scheint es den Herbert ja nicht mehr zu geben. So klingt es zumindest. Huch! Hm. Ene, mene, mu und raus bist du. Müssen wir hier auch noch was reparieren? Ach mein Gott, ich bin eine Frau. Wir können doch sowas nicht. Wir sind doch handwerklich absolut unbegabt. Und überhaupt, wir können doch nicht zocken und wir gehören in die Küche und... Jedenfalls überall hin, bloß nicht hier. So. Er steckt fest. Er steckt fest. Er steckt fest. Gut. Ein Glasbehälter. Sorgt man denn dafür, dass es nicht mehr feststeckt? Ne, wir gucken erstmal in den anderen Räumen. Vielleicht finden wir ja was, das uns weiterhelfen könnte. Hier ist wenigstens schön viel Licht. Das ist doch gut. Licht ist schön. Da ist noch ein Rohr. Ha. Mit die bewegen. Was machen wir damit? Ups. Okay. Okay. Mhm. Ach so, wir... Ah, ich verstehe. Und was machen diese Gewichte? Naja, gut. Werden schon ihre Berechtigung haben. Irgendwie. Denke ich. Oh. Ah, die Gewichte. Nee, doch nicht. Ach, da ist auch was. Gut. Ich würde jetzt schon panisch kreischen, weil die Tür runtergeht. Aber hier ist ja auch ein Rad. Sehr schön. Und wenn die Tür zu ist, kann niemand reinkommen. Das ist noch viel besser. Hm.
Was ist das? Eine hölzerne Kurbel. Müssen wir jetzt schon wieder was reparieren? Ich würde mal sagen, planlos in Brandenburg. Hilfe? Und wir finden auch gar keine Notizen, die uns weiterhelfen könnten. Ich denke, gleich mal bei den Mementos gucken müssen. Das macht Aua, das wissen wir jetzt. Was ist das? Geht's raus. Was für eine seltsame Umgebung. Da ist noch so ein Teil. Notizen. Maschine. Die Arbeit und das Wissen, die ich in den Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähnten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt, ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass auch nur annähernd die Kraft in der Taschenuhr hat. Ja, das hat uns ja jetzt nicht weitergebracht. Nicht wirklich zumindest. Wie doof. Hier zieht es aber ganz schön. So. Ist hier vielleicht nur irgendwo ein Tischchen? Da hatten wir ja nichts gefunden. Warum auch immer nicht. Und ich nicht fehl. Gar keine Informationen, kein nichts. Was sagen denn unsere Mementos? Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt, nach. Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser darin abgelassen werden. Nach. Aber wenn wir schon so weit sind, dann können wir ja mal wenigstens gucken gehen. Wir verschieben das mal auf später, unsere tolle Aufgabe. Und gehen uns mal die Kanalisation angucken. Ach so. Das war ja das hier. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit mit unserem kuscheligen Wassermonster. Das hier ist aber auch sowieso alles äußerst seltsam dargestellt. Oder? Leuchter? Die brennen? Die brennen. Wie lange brennen die denn da schon?
Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugeln zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Na Mensch. Mal runter und gucken, ob wir da jetzt lang können. Aua. Upsa. Das war jetzt vielleicht nicht so intelligent. Was sagt er denn? Kaum bei Bewusstsein. Ach, wie schön. Und dann dürfen wir hoffen, dass wir bald drauf gehen. Also wird das ja mit Sicherheit nichts. Hm. Das haben wir auch noch nicht abgelassen. Aber wir waren doch schon da drüben. Wir haben doch schon die Dings, die Kanalisation. Oh Gott. Ventil haben wir doch schon beschäftigt, befestigt, gedreht. Und einen Sprachfehler haben wir heute auch. Mal wieder. Yay. Hm. Also wir haben jetzt einen Daniel, der kaum bei Bewusstsein ist. Aber hey, so ist dem halt. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken gehen, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Aha, super Kami. Also. Intelligenz scheint heute ein Fremdwort zu sein. Sehr schön. Jedenfalls lernen wir dann auch alle anderen Stadien von Daniel kennen. Tschup, jetzt aber. Das war mal knapp. So, was sagt er denn? Eine Wunde blutet ziemlich stark. Mehr nicht, das hatten wir doch eben schon. Das blaue Licht blendete ihn, genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Weit umgesprungen bin. Plätscher? Guck, weg. Plätscher? So. Schüpp. Schüpp. Super Kami. Jetzt war ich mit dem Schüpp. Wird lustig werden. Mir wurde ja schon angedeutet, dass wenn ich mich jetzt zu lange aufhalte, unser kuscheliges, knuddeliges, süßes Wasservieh wiederkommt. Und ja, das wäre absolut uncool. Ach nö. Platsch, platsch, platsch und platschen. Bin ich hier auch schon hoch. Bitte nicht. Also wirklich. So was Gemeines. Tschüpp. Hm. Oh nee. Tschüpp. Hm. Oh, tschüpp. Das waren wir. Da waren wir also tatsächlich so. Und die Entstellung bleibt auch so. Ach, hier waren wir auch schon in der Kiste. Merkwürdiges Geräusch. Was ist das, wenn jetzt gar nicht aufgefallen? Mensch, du kannst mir jetzt Sachen erzählen.